Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ja, wir sind kurz davor, hier eine weitere Ladenerweiterung zu kaufen. Die nächste Erweiterung kostet 6.700 Geld, 6.321 besitzen wir. Ich denke, mit der nächsten Erweiterung wird hier diese Ecke da verschwinden. Dann haben wir wieder viel mehr Platz, um hier noch Regale hinzustellen. Wir können dann die Kühlregale mal ordentlich an die Wand stellen und dann können wir mal schauen, dass wir hier bei den Regalen mal wieder Ordnung reinbekommen. Ja, das ist ja momentan so, wir haben hier die ganzen Soßen eigentlich, Mayo, Ketchup, eine scharfe Soße und dann haben wir Bier da unten stehen, das passt halt überhaupt nicht. Hier drüben im Gewürzregal haben wir Pfeffer, Salz, Wodka, passt überhaupt nicht von der Zusammenstellung. Da freue ich mich drauf, wenn wir das dann früher oder später hier wieder gescheit anpassen können, wenn wir dann Platz haben im Laden. So ist es, genau. Ja, außerdem haben wir in der letzten Folge gemerkt, dass die zwei Verräumer hier leider ein bisschen an ihre Grenzen kommen, weswegen wir noch eine dritte Person da anstellen wollen. Und deswegen hatten wir in der letzten Folge ein weiteres kleines Lagerregal, ich weiß nicht, warum das kleines Regal heißt, aber das ist auf jeden Fall ein Lagerregal, hier auf die Einkaufsliste gesetzt. Ich würde das jetzt einfach mal bestellen, damit wir hier die Möglichkeit haben, ein weiteres Regal aufzubauen. Und sobald wir das gemacht haben, dürfen wir einen weiteren Verräumer einstellen. So ist es. Und somit haben wir das getan und jetzt können wir theoretisch hier auf die Angestellten gehen und dann müssten wir normalerweise einstellen, müssten wir hier noch einen dritten Auffüller einstellen können. Haben wir somit getan. Ich weiß, kostet natürlich alles wieder ein bisschen mehr Geld. Außerdem hatten wir in der letzten Folge hier schon weitere Produkte noch auf die Liste mit draufgesetzt, wie Kartoffeln, Hähnchen, die großen Kisten, ihr wisst Bescheid. Und die würde ich jetzt einfach schnell hier einräumen. Wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, war es ziemlich zügig hintereinander den Laden wieder eröffnet. Und da hat man gemerkt, okay, unsere Angestellten kommen an ihre Grenzen. Jetzt, da sie zu dritt sind, sollte das alles ein bisschen besser funktionieren. Ich habe gerade gesehen, dass wir Toilettenpapiermangel haben. Deswegen würde ich da nochmal ganz schnell was nachbestellen. Nehmen wir gleich mal drei Kisten. Und dann würde ich den Laden schon wieder aufmachen. Die Rechnung hatten wir schon bezahlt für den Laden. Und somit steht uns dann eigentlich nichts mehr weiteres im Weg. Wir haben zwar ein bisschen Produktmangel vielleicht hier im Lager an der einen oder anderen Stelle. Aber das macht erstmal gar nichts aus. Wir können dann, sobald wir den Laden erweitert haben und das alles angepasst haben, können wir hier wieder ins Lager investieren, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. So, wir machen mal die Bude auf. Eröffnet für die Kunden, alle hereinspaziert. Und ich kann ja trotzdem hier in der Zwischenzeit so ein paar Sachen nachbestellen, wenn ich sehe, die werden langsam eng. Zum Beispiel ist das, die kleine Packung Toastbrot oder geschnittenes Brot wäre vielleicht nicht schlecht. Wir brauchen noch Süßigkeiten und Schokolade. Ich werde einfach ein bisschen was nachbestellen. Und wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir brauchen Brot. Dann nehmen wir hier gerade mal die kleine Packung. Da drüben bräuchten wir sonst erstmal nichts weiteres unbedingt. Wir bräuchten hier das Fassbier wieder. Wir brauchen, okay, die anderen Biersorten brauchen wir auch. Okay, ich gucke gerade mal, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann war es die grüne Sorte, genau, die grüne Sorte fehlt. Dann nehmen wir die auch gerade nochmal mit zwei Paketen. Was brauchen wir hier noch unbedingt? Die großen Packung Eier. Nehmen wir gerade mal die große Packung hier mit, auch zweimal. Was haben wir noch Schönes? Was fehlt noch? Hier ist anscheinend ein leerer Platz, das ist okay. Sonst von den anderen Sachen haben wir noch da. Hier Parmesan und Joghurt bräuchte man noch. Parmesan, wo haben wir es? Da Joghurt, ups, jetzt sind wir schon wieder bei 10 Artikeln. Joghurt bräuchte man vielleicht noch, nehmen wir auch gerade nochmal zwei Kisten mit. Wir bräuchten hier das Eis, war das glaube ich, und Pommes. Was war das hier nochmal? Die Krabbensticks, okay. Also Eis und Pommes. Eis, irgendwie macht die Stimme gerade wieder ein bisschen Probleme, aber das fängt sich gleich hoffentlich wieder. Also Eis brauchen wir, brauchen Pommes. So, haben wir wieder für 283 Geld hier Produkte gekauft, aber wir sind immer noch bei 5000 rum. Das ist okay. Das ist okay, da sollten wir recht schnell noch mehr reinbekommen. Und dann für 6.700 können wir uns endlich die Ladenerweiterung kaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir die nächsten Lizenzen kaufen können. Ich glaube Level 42 oder sowas war das, glaube ich. Also Supermarkt Level 42. Wir sind jetzt gerade mal bei 35. Das heißt, das ganze Geld, was wir dann die nächsten Tage und so weiter verdienen, können wir noch in Lagerausbau investieren. Vielleicht können wir den Laden auch noch weiter ausbauen, wobei da die Preise halt echt unglaublich hoch sind, um uns den Laden auszubauen und so weiter. Das ist Unmengen an Geld, was wir da brauchen. So, da haben wir das geschnittene Brot gerade mal einsortiert. Hier haben wir nochmal Joghurt. Wir bräuchten mittlerweile ja auch eine dritte Kasse.
Ja, das heißt, wir müssten eigentlich wirklich viel mehr in den Laden noch investieren, damit er noch größer wird und wir Platz haben für weitere Kassen. Wir müssten nämlich auch die Gefriertruhen umsetzen. Wir müssten dann noch da eine gespiegelte Kasse hinstellen. Einen anderen Platz haben wir meiner Meinung nach nicht so wirklich für die Kassen, außer da vorne an der Tür. Also finde ich am passendsten. Es gibt natürlich auch Läden, die haben ihre Kassen ganz hinten im Laden. Ja, das ist aber meistens so bei Kleidungsgeschäften, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei ganz, ganz großen Läden hat man das manchmal, dass man da immer die Kassen suchen muss, weil die nicht an der Tür sind, sondern irgendwo im Laden versteckelt. Das ist dann auch schon immer schön. So, wie sieht's hier aus? Das sieht alles ganz gut aus. Hier sieht alles gut aus. Da haben wir von allem noch was da. Da haben wir noch was da. Shampoo und Seife. Da haben wir doch nochmal zwei Produkte entdeckt. Wir kümmern uns gerade halt so hauptsächlich um das Lager. Im Laden sollte eigentlich alles funktionieren. Was war das? Shampoo und Seife? Ich gucke gerade nochmal, ob wir noch irgendwas hier bräuchten. Ah, die scharfe Soße fehlt wieder. Und Geschirrspüldingens. Geschirrspültabs. Nehmen wir auch gerade mal zwei Kisten mit. Dann, ja genau, das war die scharfe Soße, die ist auf null. Die Hot Hot. Hot Hot nehmen wir auch nochmal mit. Haben wir Hot Hot auch nochmal nachgekauft. Und brauner Zucker fehlt auch. So, da sind wir bei 10 Produkten. Sind wieder bei 5000 irgendwas. Ja, gut. Selbst wenn wir jetzt nach der Ladenöffnung nicht die ganzen oder den Laden nicht erweitern können, dann, mein Gott, machen wir direkt wieder auf. Geht's direkt wieder fließend weiter. Ist ja auch kein Ding. Jetzt haben wir ja drei Auffüller, die kommen da schon nach. Es ist eher dann mein Part, der wahrscheinlich hier irgendwie ins Stocken kommt, früher oder später. Ich hoffe ja, dass früher oder später halt hier jemand dabei ist. Okay, da hat anscheinend gerade jemand aufgefüllt gehabt, deswegen haben wir jetzt da drei Kisten. Ich hoffe ja, dass früher oder später halt jemand einstellen geht, der halt die Kisten von der Straße in die Regale reinräumt. Oder wenn das hier von denen einer macht, das wäre super. Das wäre so super. Weil dann könnte ich einfach nachbestellen. Wäre auch schön, wenn man noch jemanden freischalten könnte, der automatisch Produkte nachbestellt. Wäre auch eine enorme Arbeitserleichterung. Dann könnte ich mich an die Kasse stellen oder könnte mich halt in die Aufgabe einteilen, die mir am meisten Spaß macht. Ich finde eigentlich, Kasse macht auch richtig viel Spaß hier. Lager auffüllen ist halt so eine mühselige Arbeit. Man rennt halt die ganze Zeit hin und her. Ja, das ist halt ja nicht gerade spannend in dem Sinne. Mein klar macht schon auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß zu schauen, dass das Lager voll bleibt an Produkten, aber ja gut, es ist halt überhaupt ohne oder ganz ohne Kundenkontakt und so weiter ist halt ein bisschen ja ruhig in dem Sinne. Man hat wenig Gewusel im Lager. So, Nudeln, Spaghetti, hier ist auf jeden Fall alles aufgefüllt. Das sieht alles wunderbar voll aus. Getränke sehen soweit okay aus, wobei Milch fehlt hier so ein bisschen. Ja, die Kassen sind voll, ich weiß. Kaffee, wo haben wir denn den Kaffee überhaupt gehabt? Den haben wir da oben gehabt. Die Leute kommen halt gerade beim Auffüllen nicht mehr nach. Ich helfe gerade mal ein bisschen mit, obwohl wir jetzt mittlerweile hier drei Aufräumer haben oder drei Einsortierer. Kommen die an ihre Grenzen? Krass. So, wir brauchen geschnittenes Brot. Nehmen wir gleich zweimal mit. Also diesmal die große Packung. Die ist leer. So. Die Kassen sind voll. Ja, ich weiß, liebe Kunden. Die Preise hatten wir übrigens in der letzten Folge schon angepasst. Da hatte ich schon nachgeschaut. Beziehungsweise ich habe ein Produkt abgeglichen und da war der Preis angepasst. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Preis allgemein schon angepasst wurde, dass wir das schon gemacht hatten. Es ist schon wieder ein neuer Aufnahmetag für mich. Deswegen ist für mich immer so ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, wo wir stehen geblieben sind, was wir gemacht hatten. Ich mache mir zwar ab und zu Notizen, aber manchmal vergesse ich auch, mir nach den Folgen kleine Notizen zu schreiben. Da muss ich halt immer erstmal so ein bisschen hier grob durchgucken, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Aber das passt. Man kommt ja schon irgendwie wieder rein. So, Müsli wird jetzt auch ein bisschen knapp, aber das ist auch erstmal noch okay. Brauche ich noch nicht reagieren. Ach, hier hatte ich auch noch von dem Zeug eine Packung. Okay. Da haben wir noch Apfelsaft auf jeden Fall. Können wir da auch noch einsortieren, früher oder später. Geschirrspültabs, Öl. Ja. Krabbensticks. Ist da Platz im Regal? Leider nicht. Ja, nö. Alles gut hier. Läuft. Ja, wir haben jetzt 9 Uhr. 6.700 brauchen wir für die Erweiterung. 6.700. So, ich mache hier gerade mal Fotos von hier oben. Wir machen wieder einen auf Überwachungskamera.
können auch uns hier ständig so hin und her drehen, alles beobachten. Nein, momentan gibt es ja noch niemand, der klaut. Soll noch hinzukommen, sowas in der Art und Weise. Überwachungskamera soll ja noch zum Spiel hinzukommen. Und ja, Störenfriede halt. den Ladenfrieden so ein bisschen stören. Und. Es ist ja sowieso insgesamt noch so viel Content hier geplant. Ist unglaublich eigentlich. So, wir sind jetzt bei 7000 Geld. Das heißt, fürs Rechnung bezahlen müsste es auch noch reichen. Ich hoffe, ich kriege auch die Angestellten bezahlt. Ich warte aber jetzt ab, bis hier die ganzen Kunden draußen sind. Bevor ich jetzt hier irgendwas kaufe und am Ende reicht es nicht für die Mitarbeiter. Dann stehe ich alleine da. Das wäre schlecht. Sie können sich nicht entscheiden. Kann ich Ihnen helfen? Fehlt Ihnen irgendwas? Wollen Sie ein Bierchen haben? Ist im Angebot heute. Eigentlich ja nicht, aber ist im Angebot. Ja, Milch fehlt anscheinend. Muss ich gerade mal schauen im Lager. Hatten wir gar keine Milch mehr da oder wird einfach nur nicht aufgefüllt? Gut, ups. Das wollte ich jetzt aber eigentlich hier nicht machen. So. Dann fülle ich halt gerade mal auf. Wenn die Angestellten da gerade nicht nachkommen, habe ich nichts dagegen, wenn ich das selber auffülle. So, das war eine Kiste. Die ist leer. So, wir sind bei 7401. Ich würde fast sagen, komm, wir haben jetzt, nachdem wir dann die Erweiterung gekauft haben, haben wir um die 700 Geld, fast 800. Das sollte reichen für die Angestellten, sollte reichen für die Rechnung. Produkte können wir dann immer noch nachbestellen, während der Laden wieder offen ist. Das ist kein Thema. Ich würde sagen, wir gehen hier gerade mal auf die Verwaltung, Wachstum und kaufen uns Abschnitt 7 hinzu. So. Genau, dann ist hier diese Ecke verschwunden. Und da hinten haben wir jetzt einen geheimen Raum. Ja, da werden wir auf jeden Fall umbauen. Ich bin nur am Überlegen, wie wir es machen. Ja, ist halt echt die Frage. Ich setze den gerade mal hier hinten hin, falls noch irgendein Kunde hier was haben möchte. Ja, lassen wir einfach so. Ist die geheime Kammer, ist das neue Büro. Da kommt der Computer hin. Nein, Quatsch. Ja, Mehl. Wir könnten jetzt wirklich hier richtig umsortieren. Ist nur die Frage, wie das Regal oder die Regale würde ich eigentlich so gerne stehen lassen. Süßigkeiten, Müsli, das Brot. Kann man eigentlich fast so lassen. Gut, ich würde jetzt erstmal hier die Kühlregale nehmen und würde die hier hinten an die Wand setzen. Als ersten Schritt die Getränke. Die Getränke erstmal so hingestellt. Und dann vielleicht die Lebensmittel so die Richtung. Also die Lebensmittel. Ich sage immer hier zum Essen Lebensmittel. Also es ist komplett durch. Nee, ich meine hier natürlich das Essen, das gekühlte Essen. Das könnte man, wie gesagt, hier hinten eigentlich dran stellen. Finde ich zwar jetzt auch nicht so hundertprozentig auf die Art und Weise, aber es wäre auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen mehr Ordnung hier drin. Wir haben noch das kleine Kühlfach, das könnten wir auch noch hier hinstellen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Lampe. So, das platzieren wir jetzt gerade noch hier. Zack, platziert. So, da fehlt natürlich, wie gesagt, eine Lampe noch, dass da ein bisschen heller wird. Und da haben wir jetzt hier ganz viel Platz. Ja, die Kunden würden sich ja noch eine dritte Kasse wünschen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir hier irgendwie was umräumen. Wir könnten die Kühlfächer hier hinstellen, aber dann habe ich wieder keinen Platz, um ein weiteres Regal hinzustellen, dass ich hier die Sorten ein bisschen anders einsortiert bekomme. Also ich würde das Regal eigentlich gerne... Ich tue das jetzt gerade mal kurz hier hinstellen. Also ich hätte hier gerne nochmal ein neues Regal und da dann die ungekühlten Getränke reingestellt. Ja, Wodka, hier die Bier-Sechserpack-Dinger wahrscheinlich und die Fässer. Dann haben wir nämlich hier die Getränke und da die ungekühlten Getränke und dann geht es weiter zum Kaffee und Tee. Auch ein Getränk, muss man aber selbst erst mit Wasser anmischen quasi. Ja, und dann geht es weiter zum Frühstückszeugs. Kann man, glaube ich, so machen. Ich würde jetzt einfach, glaube ich, mal den Tag beenden. Tag 76 waren 56 Kunden da. 3903 eingenommen an dem Tag. 1618 noch übrig.
Rons Sandwichbrot hat sich im Preis verändert. Das müsste das oder das sein. Das hier. Okay. Dann gehen wir da mal auf 2,9. Genau, dann haben wir das einzige Produkt, wo sich im Preis verändert hat, angepasst. Und ja, das Problem ist halt wirklich, wenn ich jetzt hier diese Regale so hinstelle. An sich gefällt mir das. Es ist nur unpraktisch, weil ich keinen Platz dann für die Kasse habe. Das heißt, wenn ich das hier ein bisschen rüberräume, dann wäre hier nur noch so ein kleiner Durchgang. Das wäre irgendwie auch ein bisschen doof. Wir brauchen noch eine weitere Ladenerweiterung. Es hilft nichts. Was kostet die nächste? Direkt mal einen Kredit aufnehmen. Verwaltung. Wachstum. 11.000. Nein. Das Schlimme ist, unser Lager ist auch ziemlich leer. Ach, das ist halt echt unschön. Na gut. Ich würde jetzt erstmal Dinge tun. Markt. Wir gehen auf Möbel. Ich bestelle erstmal eine Lampe. Ich bestelle erstmal noch ein weiteres Regal. Sind wir bei 240. Okay. So, die Lampe müsste ja jetzt irgendwo dann hier hin. Ist auch nur leicht aus der Richtung. Aber ich glaube, die hier ist auch falsch. Ah, komm. Achtet keiner drauf. Passt schon. Gut, weiteres Regal. Weiteres Regal. So, das wollte ich hier hinstellen. Dass wir da halt dann die ungekühlten Getränke reinstellen können. So, muss ich gerade mal schauen. Hier haben wir die Fässer. Fässer würde ich jetzt einfach mal unten reinstellen. So, man kann ja mittlerweile die Kisten wieder hinstellen. Jedenfalls habe ich da keine Probleme mehr mit eben. Wahrscheinlich in der 1.2.4 behoben worden, der Fehler, denke ich mal. So, dann nehmen wir gerade mal hier die 6er-Packung. Genau, das sind 6-Packs. Würde ich jetzt hier einfach mal ein Fach oben drüber setzen. Und dann vielleicht noch gerade mal schnell aussortieren. Wir haben da noch eine Kiste da. Da kommt bestimmt gleich wieder irgend so ein Hippie hier angerannt und füllt es auf. So, schnell wegmachen. Gut. Dann das da rein. Da oben drüber dann der Wodka. Und dann haben wir noch einen Platz frei für andere Getränke. Ja, ich hab's ja gesagt, da kommt gleich der nächste Hippie angerannt und füllt es hier auf. Das war so klar. Na gut. Dann haben wir das. Gut, dann haben wir da die Soßen. Wodka muss noch weg. Wodka, Wodka, Wodka. Wo hab ich da? Da habe ich eine Kiste. Ist sogar eine Flasche noch drin. Der Rest ist leer. Finde ich gut. Dann kann ich nämlich hier leer räumen. Ohne, dass jetzt irgendein Kollege hier angerannt kommt. Weil ich habe ja die einzigste Kiste davon. So. Dann haben wir von den Produkten auch mehr in den Regalen drin stehen. Finde ich super. Gut, das kommt dahin. Dann haben wir im Gewürzregal ein bisschen mehr Platz. Im Soßenregal wäre auch nochmal ein Platz. Ja, früher oder später nochmal ein separates Chipsregal wahrscheinlich und nochmal für Süßigkeiten extra ein Regal. Das ist okay. Was mir halt auch immer noch nicht so ganz gefällt, ist halt hier vorne der Bereich, weil Öl, Öl, Kartoffeln. Ich meine, bei uns im Markt ist auch das Öl, also in der Realität meine ich jetzt, ist auch das Öl vorne beim Obst und Gemüse mit dabei. Ja, da steht dann ein Seitenregal halt Öl mit dabei. Also das passt so an sich schon. Mir gefällt es halt irgendwie nicht mit den Kartoffeln. Aber das ist halt einfach noch so ein Spielding. Da fehlt halt noch irgendwie so eine andere Auslage, dass es ein bisschen besser aussehen würde. So. Ja, und was mir halt auch nicht gefällt, ist, dass man halt reinkommt und dann halt erst dieses Regal und dann diese Kühltruhen. Das ist halt auch noch so ein Thema, was mich ein bisschen stört. Ist jetzt nichts Wildes an sich. Ich könnte auch ein Regal da entfernen. Aber dann habe ich eins halt da rumstehen, was halt auch komplett doof aussieht. Das wird mich halt auch nicht weiterbringen. Gerade die nächste Überlegung wäre, das bringt mir aber auch nicht viel.
Ja, nächstes Überlegen wäre gerade gewesen, die Kassen ein bisschen weiter vorzuschieben, aber das ist dann blöd, dann kommst du nämlich rein und dann musst du erstmal hier so einen Weg an den Kassen vorbei suchen. Ja, das war jetzt einfach so ein Überlegen hier. Achso, ich habe eine Flasche hier drin vergessen. Upsi. Das ist natürlich doof. Ich habe da eine Wodkaflasche vergessen. Ah nein, habe ich nicht vergessen. Der Kollege hat die Flasche da eingeräumt. Ich habe vergessen, das Etikett zu entfernen. Das war mein Fehler. Nicht gut. Ja, überlegen war, die Kassen hier weiter vorzuschieben, dann die Regale hier hinten an die Wand zu stellen. Dann könnte ich die Gefriertruhen halt ein bisschen anders stellen, vielleicht zwei hier runterrücken, eins oder zwei nochmal hier hin und dann irgendwie noch Platz für eine Kasse hier schaffen, aber das wäre halt auch doof. Ja, nee, ich glaube, wir lassen das fürs Erste so. Die Kunden müssen halt mit zwei Kassen klarkommen. Erstmal. Wenn wir dann hier weiter ausgebaut haben, dann habe ich vielleicht Platz. Da wir ja sowieso keine weitere Lizenz aktuell kaufen können, können wir das Geld, was wir verdienen, ins Lager investieren, plus halt für den Marktausbau. Genau. Ja, hatten wir sonst noch irgendwo ein Produkt untergewürfelt, was nicht gepasst hatte, thementechnisch? Ich glaube nicht. Also, das gefällt mir jetzt auf jeden Fall. Das gefällt mir ganz gut. Hier gekühlte Getränke. Ungekühlte Getränke. Das finde ich schon mal super. Das kann man auf jeden Fall so lassen. Na gut. Ich würde sagen, wir starten den nächsten Tag. Ich stelle mich wieder ins Lager, bestelle mal ein paar Sachen nach. Und ja, ich muss halt gucken, sobald ich eine passende Wodka-Kiste habe, dass ich da die eine Flasche irgendwie raushol. Aus dem einen Regal, weil das ist da ein bisschen doof. So, Tag ist eröffnet, beziehungsweise Laden ist eröffnet. Zahlen wir mal die ganzen Kosten. Haben wir noch 1.153 Geld übrig. Ich habe gesehen, wir brauchen auf jeden Fall Mehl. Mehö, ich kann wieder gut schreiben. Mehl brauchen wir, sogar auch die Billigsorte nehmen wir auch gerade mit dazu. Dann brauchen wir wieder einen Kartoffelsack. Das ist das Übliche. Kartoffeln brauchen wir immer. So, Reis und Makaroni. Das. Komm, nehmen wir das auch mit. Makaroni. Ich kann nicht schreiben. Makaroni. Da haben wir es, aber ich habe 10 Produkte hier auf der Liste draufstehen. So, Makaroni-Nudeln nehmen wir 2 Stück mit. Wir brauchen den anderen Zucker, diese neue Sorte. Sieht aus wie so eine Krümelteepackung. Aber gut, Krümeltee besteht ja auch nur aus Zucker. Deswegen passt das schon ganz gut. Salz, ups, da ist aus Versehen ein Zeichen dahin gerutscht. Salz und Pfeffer. Das haben wir hier. Da sind wir bei 9 Produkten. Was brauchen wir noch unbedingt? Was ist leer? Die Pizza hat er, glaube ich, gerade in der Hand. Da müssen wir erstmal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall die Sepp-Soda. Getränke sind immer recht günstig. Das finde ich ganz gut. So, haben wir noch 551 Geld übrig. Ist okay. So, jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Wir haben den Laden vergrößert. Bin mal gespannt, ob jetzt noch mehr Kunden kommen. Irgendwas über 60 wäre super. Würde ich feiern. Ja, gut. Dann ja, müssen wir Stunden oder ganz, ganz viele Überstunden hier einlegen, weil die Kollegen an der Kasse kommen ja nicht nach. Oder ich muss mich halt selber wieder an die Kasse stellen. Ja, Kasse 3 ist halt noch so ein Problem. Aber da findet man eine Lösung. Ganz sicher. So, ich fülle jetzt erstmal da wieder so ein bisschen auf. Bisschen mehr Vorrat aufbauen. Ja, da wird Geld gespart. Lagerausbau war ja, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Und es sind ja, glaube ich, schon noch eins oder zwei Ausbauten hier möglich im Lager, oder? Wie war das? Lager, genau, noch 2 Abschnitte sind da möglich. Der eine Abschnitt würde 2.250 kosten, der andere um die 3.000 rum. Das geht preislich. Das ist okay. Das ist okay. Brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt, aber das wäre finanziell machbar auf jeden Fall. Das haben wir an einem Tag verdient. Das ist okay. So. Aber über die Ladenausbaukosten haben wir uns ja schon mal unterhalten. Das ist, finde ich, ein bisschen viel. Aber gut, wären die Preise niedriger, da wird da jeder halt durchrushen. Deswegen, das ist so. Ja, da ist man so ein bisschen hin und her gerissen, ob man es gut findet oder schlecht. So, Salz aber auf jeden Fall jetzt genug. Pfeffer. Mehl. Die günstige Mehlsorte kommt dorthin.
Dann sieht das Regal schon mal gar nicht mehr so extrem schlecht aus. Was wir da noch bräuchten, wären Spaghetti. Das war, glaube ich, auch eine große Kiste. Da nehme ich jetzt nicht ganz so viel mit. Kartoffeln brauchen wir auch schon wieder. Nehmen wir nochmal eine Kiste mit. Chips fehlen. Ich glaube, die hier. Genau. Von der anderen Sorte können wir aber auch nochmal eine Packung mitnehmen. Süßigkeiten haben wir noch. Die Kuchen haben wir noch. Schokolade haben wir noch. Müsli fehlen. Die Honeybees und diese andere Sorte. Müsli. Das sind einmal dann die hier und die Honeybees. Sind wieder bei 10 Produkten. Haben wir noch 1000 Geld ungefähr. Gerade mal in den Laden reingucken. Sieht es da gut aus? Sieht sehr gut aus. Noch eine Portion Honeybees. Machen wir einfach mal gemütlich. Ich renne die ganze Zeit wie so ein Verrückter durch die Gegend. Aber so einen Zeitstress haben wir ja eigentlich nicht. So, nochmal Spaghetti. Das eine Lagerregal nutzen wir halt gerade gar nicht. Es ist halt. Ups, das ist halt da, aber wir brauchen es eigentlich nicht. Wir haben das nur gekauft, um die Mitarbeiter, Anzahl zu erhöhen. So, hier haben wir die lächelnden Chips. Dann gehen wir jetzt gleich mal durch den Laden durch, gucken, wie es da aussieht. So, das kommt dorthin. Ups, hat er direkt mir aus der Hand genommen. Die Kassen sind voll. Ja, ich weiß, liebe Kunden, ich weiß. Ja, Überlegung ist, ob wir vielleicht ein Kühlfach oder eine Tiefkühltruhe hier entfernen. Aber das wäre, glaube ich, mit den Hähnchen ziemlich schlecht. Das würde, glaube ich, auch nichts bringen. Könnten aber auch die Tiefkühler vors Fenster stellen. Oh, Bierfässer sind leer. Das ist natürlich schlecht. Wir hatten doch aber so viele. Was ist denn da passiert? Die waren aber jetzt schnell leer. Da fülle ich mal ganz schnell auf, bevor hier noch Kunden sich beschweren. Aber gut, das sind halt. Da hat sich der nächste beschwert, aber ich glaube wegen den Kassen, weil die voll sind. So, stellen wir hier alles rein, was wir haben. Ist auch leer. Und eine Kiste habe ich als Vorrat bestellt. Haben die einfach die Bierfässer leer gemacht? Unglaublich. Kartoffelbrei haben wir da, Reis ist aufgefüllt, Zucker haben wir noch da, Parmesan geht leer. Hab ich nicht. Oh, Parmesan ist schon wieder leer. Ah, ja. Stellen wir gerade nochmal hier so eine Kleinigkeit nach. So, haben wir das getan. Und ab ins Regal. Und eine Kiste schnappe ich mir jetzt direkt und renne mal hin und fülle da auf. Ah, ich glaube, diesmal haben die Kunden ganz schön viel rumgemeckert. Ich glaube, diesmal waren sie recht unzufrieden. Aber gut. Was man auch machen könnte, ist hier noch so ein bisschen alles enger stellen. Ja, hier haben wir es ja auch enger gestellt. Ich will gerade mal ausprobieren. Es wäre, wenn man einfach es enger stellt und dann hier mehr Regale hinbekommt. Die Kassen sind voll. Ja, ich weiß. Ich würde dann, glaube ich, noch ein weiteres Regal hier hinbekommen. Das sieht halt unglaublich gequetscht aus. Vielleicht können wir auf der anderen Seite noch ein bisschen Luft rausholen. Da fühlst du dich halt nicht wohl. Da fühlst du dich halt echt nicht wohl. Mir jetzt vorstelle, dass hier nochmal ein Regal hinkommt, dann ist wirklich Quetschparty hoch 10. Aber gut, wenn es funktional ist und nicht ganz so extrem. Ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen hier vom Abstand schöner zu verteilen.
Ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, dass die Lampe da gar nicht hell macht. Ich glaube, wir bräuchten hier fast ein paar mehr noch. Hier hinten der Gang ist breiter, aber das ist so okay. Dann hat man hier so einen breiten Gang, da kommt man durch. Dann kann man hier hinten entlang laufen. Und falls man halt zwischendrin was braucht, kann man hier schnell mal reinhuschen. Und dann ab in den Wagen damit, wobei man hier ja keinen Wagen hat. Ja, da hätten wir auf jeden Fall dann noch Platz für ein weiteres Regal. Das müsste eigentlich passen. Aber es ist halt wirklich... Es tut mir leid für die Kunden, aber solange wir halt nicht ausgebaut haben, ich will eine dritte Kasse hinstellen, damit es schneller geht. Deswegen brauchen wir hier irgendeine Lösung. Ich weiß nicht, ob es okay ist, wenn man hier die Tiefkühler irgendwie vors Fenster stellt. Sieht halt von außen doof aus. Ja, da sind die Fenster einfach zu tief für. Und irgendwie finde ich es auch komisch, wenn man an der Kasse, beziehungsweise man kommt in den Laden rein, dann hast du die Tiefkühler und dann kommt erst die Kasse. Finde ich auch irgendwie komisch. Andere Alternative wäre halt, die Teile so hier geklebt, aber das würde nichts bringen. Das wäre auch ein bisschen komisch. Ja, selbst wenn ich das halt irgendwie so hier hinstelle, dann reicht der Platz auch nicht. Wir haben fast den Platz, um hier noch eine Kasse hinzubauen. Das würde fast noch reichen. Wie ist das, wenn ich das hier so hinstelle? Es ist halt, es ist komplett merkwürdig, was ich hier gerade mache. Aber ist eine Überlegung wert. Und wenn wir hier Platz haben, dann könnte ich auch zwei gespiegelte Kassen eigentlich hier hinsetzen. Und vielleicht die Tiefkühler hier an die Seite. Dann hätten wir halt da die Kassen. Dann hier nochmal eine. Und da hinten an der Wand die Tiefkühler. Vielleicht hier. Und vielleicht hier vorne noch eine hin. Das Doofe wäre halt nur, dass wir dann eine Kasse hier übrig haben. Die hätten wir dann umsonst gekauft. Das wäre halt auch ein bisschen... Bisschen blöder. Die armen Kunden, ne? Die sind am Einkaufen und ich tue ständig hier die Sachen hin und her räumen. Wie sieht das aus, wenn man hier rauskommt? Schäbig. Ja, die Pizza ist leer, die eine. Ich will halt glückliche Kunden. Ich will, dass die hier schnell durchgeschleust werden. Deswegen brauche ich unbedingt eine weitere Kasse. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, das können wir gleich mal ausprobieren, weil wir haben hier ja Platz. Wenn ich jetzt hier eine Kasse spiegel und dann vielleicht mit den Kühlregalen hier so eine Führung an der Kasse vorbei dann mache, also hier auf der anderen Seite, dass man quasi in den Laden reinkommt, dann wird man erstmal hier lang geführt, dann kommt man hier direkt zum Reis, dann hier das, zack, bumm, läuft hier hinten entlang, kann hier in die Gänge rein und dann kommt man hier letzten Endes wieder bei den Kassen raus. Ja, dass man die Kunden so durchführt. In der Realität werden Kunden ja auch durch den Markt geführt. Ja, da gibt es ja ganz viele Sachen, die da angepasst werden, dass der Kunde wirklich durch den Laden geführt wird. Ganz viele Tricks, Ideen und so weiter, die da umgesetzt werden, damit der Kunde ja viel einkaufen tut. So, wir beenden mal den Tag. Tag 77, 56 Kunden. Nee, insgesamt waren es 59 Kunden. Einer fand Produkte zu teuer. Okay, Produkte nicht gefunden. Zwei, 56, waren zufrieden. Das ist okay. Gut, ups, Puderzucker ist teurer geworden. Das müsste der normale sein, oder? Ne, der nicht. Ah, Pablo war es, glaube ich, hier, genau. Ah, ne, der ist im Preis gefallen. Okay, dann ja, machen wir es so. 11,79. Gut, ich würde jetzt einfach hier mal Experimente machen. Wir bezahlen erstmal die Rechnung. Verwaltung. Gott, wir haben jetzt so viel schon in der Folge hier gemacht. Rechnung bezahlen. Dann würde ich aber sagen...
Die Folge geht schon wieder 34 Minuten. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit unserem Umbau. Es sieht momentan wild aus, ich bin am Rumexperimentieren, aber wir kriegen das auf jeden Fall schön hin. An die dritte Kasse könnte ich dann gehen, wenn das Lager einigermaßen gefüllt ist, und somit könnten wir die Prozesse an der Kasse einfach ein bisschen beschleunigen. Wir schauen, dass wir in der nächsten Folge damit weitermachen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr selber auf der Suche seid nach diesem Spiel oder irgendein anderes Spiel sucht, auch für die Switch oder irgendwelche Konsolen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ganz oben ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch ganz günstig und legal Spiele kaufen und gleichzeitig auch den Kanal unterstützen. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr Geld. So, vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.